Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal RedHead7LP. Ich bin der Christian und wir schauen in diesem Mini-LP in die Demo von Final Fantasy 15. Ich muss dazu gleich sagen, ich habe noch kein Final Fantasy gespielt, außer vielleicht mal bei einer Freundin in Final Fantasy 7 oder so damals reingeschaut, für die PlayStation 1, glaube ich. Aber ich habe die Demo jetzt vor kurzem mal Probe gezockt und muss sagen, ich fand das ganz interessant. Das ist eine schöne Welt. Also das gefällt mir echt gut. Und ich habe auch gehört, dass Final Fantasy 15 von den Bestellungen schon ganz gut abgehen soll. Wo sich da ja auch so ein bisschen die Geister scheiden, ob die letzten Spiele doch noch so gut waren wie die vorherigen Spiele. Ich meine, ich habe das Ganze immer nur so peripher wahrgenommen, sag ich mal. Nicht wirklich mich dafür interessiert, einfach weil ich, wie gesagt, Final Fantasy eher weniger gezockt habe. Oder auch Kingdom Hearts oder sowas habe ich eigentlich auch nicht gespielt. Dennoch schaue ich immer wieder ganz gerne auch mal in solche Spiele rein. Gummihammer. Lol. Warte mal. Einmal das auswählen und einmal das auswählen und dann werden wir erstmal, würde ich sagen, mit dem Schwert versuchen, einen aus dem Bild zu nehmen. Zack, zack, zack. Bam. Weg mit euch. Okay, das ist eine doofe Sicht gerade. Haben wir ihn zerstört? Ja. Gut, dann werden wir vielleicht auch nochmal mit dem Hammer versuchen, hier irgendwas zu reißen. Komm her. Wieso läufst du weg? Hör auf wegzulaufen. Hallo? Boom. Das ist doch geil, ey. Das ist aber auch irgendwie was, was man... So eine Waffe, die man hier in dem Spiel eigentlich nicht erwarten würde. Sowas würde ich in Kingdom Hearts, glaube ich, eher erwarten, so eine Waffe. Vielleicht ist es auch ein Gag oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz witzig. So, dann sammeln wir mal die Teile hier noch ein. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ich komme... So, in diesem Look, ne? In diesem Style würde ich echt gerne mal ein Pokémon zocken. Stellt euch das mal vor, wenn du hier so diesen See hast und dann auf einmal hüpfen da so... Weiß ich nicht, auf einmal ist da so ein Gyarados drin oder so, das wäre schon richtig nice. Du stehst denn da mit deiner Angel oder so und versuchst das Ding zu fangen. Und dann geht der Pokémon-Kampf los. Das wäre schon irgendwie geil. Ich habe mich bis heute gefragt, warum sie das nie gemacht haben.
von Pokémon auf einer großen Konsole zu entwerfen. Okay, das ist natürlich Nintendo, aber wäre ja auch möglich, dass du ein Pokémon auf einer großen Nintendo-Konsole zocken würdest. Das war nur mal so ein Gedanke dazu, in so einer 3D-Welt eben einfach mal auch so ein Pokémon zu zocken. Möglich wäre es ja auf jeden Fall. Aber na gut, genug von Pokémon. Kommen wir zurück zu Final Fantasy. Bam. Vor allem, wenn ich in diesem Zimmer unterwegs bin und so klein bin, dann muss ich immer irgendwie, weiß ich nicht, an TTT denken. Da gibt's auch irgendwie so ein Spielzeugzimmer, wo du denn unterwegs bist. Oder bei dieser Größe auch irgendwie an eine gewisse Minecraft-Map. Oder keine Ahnung, Toy Story oder sowas. Es ist sehr witzig, dass du so klein bist und die Welt um dich herum so groß. Warte, wir haben einen vergessen. Ah, sammeln ihn ein. Ja, prima. Und Auto. Monopoly-Style. Warte, und wir geben Gas. Nün, nün, nün. Wenn wir mal Sicht können wir auch noch ein bisschen verändern. Und hier. Bam. Erstmal alles umfahren. Kann ich mich nicht hier auch irgendwie wieder zurückverwandeln? Alles klar. Oh Gott. Oh Gott, was ist mit der Sicht los? Ach so. Er hat ihn anvisiert, alles klar, okay. Weiß ich Bescheid. Also so megamäßig viel Action geht in der Demo noch nicht ab. Nachher zum Ende haben wir nochmal einen schicken Gegner. Einen schicken großen Gegner. Was haben wir für eine Waffe ausgewählt? Okay, das Schwert, ja. Das ist auch richtig so. Bam, bam, bam. Warte mal, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Haben wir nicht eine neue Attacke bekommen? Ja. Feuerwerk. Können wir ja mal einsammeln hier. Also einsetzen, meine ich. Nochmal. Ich schmeiß den Pokéball auf euch. Warte mal, ich bewerfe euch jetzt die ganze Zeit mit dem Shit. Das wirkt irgendwie so ein bisschen wie Hunde und wir werfen so ein Ball oder so. Hol das Bällchen. Hol das Bällchen. Hier. Schnuppergas, Bösewicht. Okay, ja, ist ja gut. Dann machen wir es eben so. Wir haben die letzten 3, 4 Versuche schon gar nicht mehr getroffen. Deshalb ist es wahrscheinlich auch ein bisschen sicherer, wenn wir jetzt das Schwert dafür benutzen. Und noch schnell die 3 Dinge hier einsacken. Komm her. Komm her. Komm her. Schnell hier hoch. Und ich glaube, oben sind nachher auch schon wieder neue, die uns auch angreifen wollen. Aber ist ganz nett gemacht, muss ich schon sagen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir vielleicht Final Fantasy 15 holen sollte. Weil ich befürchte, das wäre wieder das nächste Spiel, was man sich holt, wo man dann reinzockt und wieder nicht zu Ende spielt, weil die Welt einfach wieder zu groß ist, weil das einfach auch alles zu lange dauert. Komm her, ich bewerfe euch jetzt erstmal wieder ein bisschen. Okay, wo ging der hin? Ich habe keine mehr, toll. Erstmal ins Nichts geworfen. Bam, 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 bam. Oh Gott, ja, ist ja gut. Lass mich doch in Ruhe. Zack, zack, zack. Einen nach dem anderen wegschnetzeln hier. Oder lassen wir die vielleicht auch einfach mal links liegen hier. Wir brauchen ja nicht gegen jeden kämpfen, oder? Da hinten geht's nämlich schon weiter. Aber wenn die schon hier sind, komm, dann machen wir sie auch platt. Komm her. Zack, zack, zack. Einen nach dem anderen zerschnetzeln wir sie. Was bringt mir das hier? Jetzt mal alles einsacken. Okay, ja, wir haben wieder ein paar. Und hier ein großer. Bam, eingesammelt. Was ist denn jetzt los? Ist auf einmal so dunkel.
Okay, ja, wenn ich in solche Kreise reingehe, also ich meine, wo ich eben drauf stand, dann scheint auch die Zeit voranzuschreiten. Damit kenne ich mich jetzt null aus bei Final Fantasy, ob die Zeit da irgendwie eine große Rolle spielt. Aber auf jeden Fall wechselt auch manchmal das Wetter ein wenig. Falls ihr euch da mit auskennt, des Öfteren mal Final Fantasy zockt oder so, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ja, inwiefern das mit dem Spiel zu tun hat, was man davon für Vorteile hat, wenn das Wetter wechselt oder so. Aber es wirkt auch so ein bisschen, ich spiele jetzt über die PlayStation 4, ne? Es wirkt so ein bisschen, als wenn das noch hackt. Ein klein wenig. Aber na gut, ist nur die Demo, ne? Muss man auch bedenken. Das Wetter wechselt, ja. Ja, ja, aber was bringt mir das? Zack, zack, zack. Jetzt mal die Viecher wegschnetzeln. Bam, bam, bam. Okay. So. Hier sind wir... Okay, so ein Viech hatte ich noch gar nicht. Ich hatte schon zwei unterschiedliche Tiere hier an dieser Stelle. Aber das Ding hatte ich noch gar nicht. Ich hatte so ein... so ein Krokodil-ähnliches Tier schon. So Krokodil-Drachen-ähnlich. Das war auch ungefähr auf dieser Größe. So vielleicht ein bisschen kleiner. Und ein Büffel, der war richtig groß. Also so ein Büffel-ähnliches Tier. Das hier ist ja so Giraffen-ähnlich. Du-di-du-di-du. Bam. Also für die, die noch gar kein Final Fantasy gezockt haben, will ich an der Stelle nur sagen, zockt ruhig mal in die Demo rein, das ist ganz, ganz spaßig. Nichts Weltbewegendes, aber ist irgendwie ganz spaßig so. Und für die anderen, die werden sich ja wahrscheinlich sowieso holen, aber in die Demo reinzugucken ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier überhaupt lang muss. Ach da, da geht's rein. Da wandeln wir uns einfach mal zurück, sonst passen wir bestimmt nicht durch. Und das wirkt schon wie so ein unendlicher Gang, ne? Wo du reinläufst und es geht einfach nicht vorwärts, weil der Gang einfach immer länger wird. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier kommt man wirklich voran. Wie man sieht. Und dann, glaube ich, geht's jetzt hier auch schon in die letzte Runde, oder? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier kommt schon der Endgegner der Demo. Und der hat ein bisschen mehr auf dem Kasten als diese blauen Hund-Fuchs-Getiere, was das auch immer war. Haben bestimmt auch offizielle Namen, aber keine Ahnung. Kenne ich leider nicht. Und wo sind wir? Ja, 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 jetzt kommt das Endgegner Getier. Roter Teppich. Es wirkt ein bisschen wie Hitman auf einmal. No! Er ist mal weggepuncht. This one will protect you through your darkest dreams. But remember, Noct, in the world of your dreams, you are king. I'm not afraid. Und jetzt sieht der Typ auf einmal schon ziemlich cool aus. Das war schon eine geile Digitation, die er da hingelegt hat. So, warte mal, kann ich hier vielleicht mal so einen schicken... Oh, oh! Nicht schlecht. Okay, okay, ich bin weg, ich bin weg. Ah, aua. Okay, der war fies. Ah, was kann ich denn dagegen machen? Viereck halten, defensiven Modus, okay.
Ja, okay, wir greifen dich aber jetzt erstmal an. Und wenn nicht, wir sind slashen. Komm her, ich werde dich mal ein bisschen... Okay, Defensivmodus. Ey, das war sogar gut. Der hat sich weggerollt. Defensivmodus. Hä? Digga. Komm langsam rein. Nicht schlecht. Okay, ich bin... Okay, ich mach dich alle. Ja. Aua. Ja, da hätte ich vielleicht in den Defensivmodus gehen müssen. Bam, jetzt werden die großen Schwerter ausgepackt. Komm her. Bisschen auf Finale. Scheiße, da habe ich eben nicht gespurt. Aber doch. Wie groß das Viech einfach ist und wie man das Ding jetzt auf einmal... Was kann ich machen? Wie viel man denn doch mit so einem kleinen Schwert abziehen kann. Obwohl das Schwert natürlich auch schon größer ist als das hier vor. Bäm, Alter. Gesnatcht haben wir dich. Hätten wir das Ding hier benutzen können? Können wir den in die Luft jagen oder so? Nee, war aber cool. Hätte ich nicht gedacht, dass man das Vieh so easy peasy legen kann. Ich habe jetzt hier auch gar keinen Schwierigkeitsgrad ausgewählt, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wenn dann beim letzten Mal schon irgendwann. Das sieht auch nochmal richtig geil aus hier. Und dann war's das eigentlich auch schon von der Final Fantasy 15 Demo. Kann ich wie immer nur empfehlen. Im PlayStation Store kostenlos. Die Demo, ne? Vorbestellen kann man auch. Kostet allerdings schon ein bisschen mehr. Ich glaube so 70 € ist es ja meistens, ne? Irgendwie im PlayStation Store oder so. Ansonsten vielleicht auch nochmal bei Amazon irgendwie gucken, werde ich bestimmt wieder unten verlinken. Da ist das ja meistens nochmal 10 € billiger oder... ich weiß auch gar nicht, ob es dafür eine PC-Version geben wird. Einfach mal irgendwie bei Amazon gucken oder so. Wie gesagt, ist unten verlinkt. Ansonsten werde ich mich jetzt hier verabschieden. Ihr könnt mir wie immer ganz gerne Gedanken in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.